Also mein Name ist Kairo Gozinski von der Wassermühle Golmitz. Meine Frau hat gerade zu tun und kann leider nicht. Und deshalb wollte ich euch jetzt hier die Mühle vorstellen. Wir haben hier ein nachhaltiges Konzept entwickelt für Ferienwohnungen, regenerative Energienutzung, nachhaltig aufgebaut mit Baustoffen aus der Region wie Hanfdämmung und nutzen auch, wie soll ich sagen, die Solarenergie, Kleinkläranlage, also von vorne bis hinten nachhaltig für die Gäste, um hier vielleicht etwas unabhängiger vom Allgemeinen zu sein. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft uns zeigt, bringt oder ob wir denn überhaupt noch die Energie bezahlen können. Und wenn man das von vornherein beachtet, dann kann man auch so eine Objekte, Ferienwohnungen mit Denkmalschutz zusammen auch wunderbar sanieren und so gestalten, dass es dann auch vielleicht in mehreren Jahren oder in vielen Jahren bezahlbar bleibt. Auch für die Gäste, dass die Wohnungen bezahlbar bleiben. Andersrum gedacht. Also nachhaltig ist für mich eigentlich, wenn man erstens ein altes Gebäude nicht zusammenschiebt und ein neues Gebäude baut, sondern das so wieder aufbaut oder saniert oder mit dem Gebäude zusammen eine Harmonie findet, die einfach dazu beiträgt, dass das Gebäude erhalten bleibt, dass man dann die Baustoffe so wählt, dass das Fachwerk nicht beschädigt wird und so weiter alles. Also mit dem Denkmalschutz zusammen, die Vorgaben, die müssen natürlich eingehalten werden, aber mit modernen Baustoffen oder mit alten Baustoffen zusammen eine Harmonie entwickelt, die einfach mal passt. Und das ist für mich eigentlich nachhaltig, dass man nicht alles wegschmeißt, dass man das wiederverwendet. Das fängt bei dem alten Schrank an, der in der Ferienwohnung steht und hört im Prinzip mit der Wärmepumpe, mit der neuen Energie oder nach regenerativen Energie, wozu auch das Wasserrad jetzt zählt, dass man damit die Heizungsanlage betreibt. Und sind so viele Faktoren, man kann das jetzt nicht eins sagen, das ganze Konzept gehört irgendwie zusammen. Ja klar, wir haben ja überall, wo das anfängt mit den LEDs und mit den Lichtstrom sozusagen, dann hat man natürlich das ganze Gebäude umgerüstet. Die Heizungsanlage läuft natürlich im Winter mit Gas, aber in der Übergangszeit mit einer Wärmepumpe und die Wärmepumpe wird vom eigenen Strom im Prinzip angetrieben und wir haben hier einen bedeutend geringeren Stromverbrauch oder Energieverbrauch, als wir ins öffentliche Netz einspeisen. Also die Golmitzer hier, die haben gesagt, endlich mal ist was passiert, wo nicht vorher nur geredet worden ist, sondern das ist gebaut worden, es ist fertig geworden, es wird genutzt, auch zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr, mit dem Ortsvorsteher, mit überhaupt mit der ganzen Gemeinde, ja, mit der ganzen Nordwest-Uckermark, mit einem Amt und wie gesagt, wir arbeiten alle irgendwie zusammen und das ist eigentlich ein fantastisches Miteinander. Die erste Begegnung war natürlich mit dem Denkmalschutz und mit den Ämtern, ob man sich überhaupt ein denkmalgeschütztes Objekt leisten kann, wenn man das kauft. Da waren natürlich die Fragen oder die skeptischen Fragen von uns natürlich da und keiner konnte das so richtig beantworten, ob man Unterstützung bekommt oder nicht. Zum Anfang war das sehr vorsichtig gesagt, eher kleinlich und nachher hat man gesehen, hier passiert was und dann hat es auch wunderbar funktioniert. Auch mit dem Denkmalschutz, auch mit der wasserrechtlichen Nutzungsgenehmigung zum Betreiben eines Wasserrades hier in der Nordwest-Uckermark am Strom, eines der längsten naturbelassenen Bäche überhaupt im Land Brandenburg. Der Eisvogel kommt hier täglich vorbei, der Biber abends.
Die kann man hier schön beobachten. Ja, außerhalb der Saison kann man hier bei uns auch das ganze Objekt mieten für private Feiern. Das wird sehr gut angenommen von Prenzlauern und überregional und welche aus dem Ort zum Übernachten. Und im Sommer unsere Mühlenkonzerte. Die Mühlenkonzerte hätten wir dieses Jahr eigentlich das 50. gehabt. Ist nun nichts geworden. Wiederholen wir nächstes Jahr. Oder es ist auf nächstes Jahr verschoben. Und jetzt kommen die Leute nicht nur aus Prenzlau, aus der Uckermark und aus dem Ort, sondern auch überregional. Also nochmal würde ich es nicht machen, aber ich bereue es auf keinen Fall. Also man hat ja sehr viele Freunde gefunden, vom Ort, von Prenzlau, mit den Sportvereinen in Prenzlau. Ja, wie gesagt, die Nachbarortschaften, die kommen hier fast immer zum Konzert und man kennt sich mit der Zeit und man möchte das nicht irgendwo in einer Region machen, wo man erst in eine Kirche gehen muss oder wie auch immer. Es lohnt sich immer, denn wir sehen das ja an unseren Energiekosten. Wenn wir das nicht so gemacht hätten, dann würde ich das Doppelte an Energie bezahlen. Und wenn ich das Doppelte bezahlen würde, müsste ich das Geld dann umlegen auf die Ferienwohnung, auf die Preise. Und das weiß ich nicht, ob das jetzt eine Akzeptanz in der Bevölkerung oder an den Gästen ist, das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mir, das kommt sehr gut rüber und das ist, wenn man das Wort Nachhaltigkeit wieder sagen kann, ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Und ich hoffe, die Leute, die schätzen das alle und unser Feedback ist eigentlich in den letzten Jahren so, dass die dann immer wieder kommen, die Gäste. Also wir haben nicht nur einmalig die Gäste hier, die kommen dann wieder mit Freunden. Und die Freunde bringen wieder Gäste mit. Und irgendwann, naja, gucken wir mal, dass wir sie alle unterbringen können. Wir haben die Zeit dazu genutzt, um das noch ein bisschen schöner zu machen für unsere Gäste. Und wir durften ja sogar vermieten für gewerbliche Gäste. Das haben wir auch gemacht. Natürlich nicht in dem Umfang. Aber sind viele Feiern und Hochzeiten sind natürlich komplett ausgefallen. Die sind in diesen Herbst geschoben worden oder ins nächste Jahr. Ja, war ein Einschnitt. Aber jetzt würde ich sagen, gibt es viel mehr Deutschlandurlauber als vorher.